Hallo Frau Raditsch, ganz herzlichen Dank für die netten einführenden Worte. Ich freue mich, heute hier sein zu können und Ihnen etwas über die Halbleiterindustrie zu erzählen und die Herausforderungen von der derzeitigen Chip-Shortage und wie wir die mit einem besseren gemeinsamen Forecast auch entgegenwirken können. Zu mir selbst, ich kümmere mich um Supply Chain Innovationen, Innovation bei Infineon. Darüber hinaus habe ich auch Funktionen in einigen übergreifenden Organisationen wie beim ZVI, dort den Arbeitskreis Supply Chain Management, der uns auch helfen soll, die Herausforderungen jetzt bei der Chip Shortage zu vermeiden. Auf den Vortrag habe ich auch untergliedert, dass wir zunächst mal uns ansehen, die Herausforderungen, die die Halbleiterindustrie hat, dann unsere Antworten sozusagen in normalen Situationen über Flexibilität, dann die derzeitige Chip-Shortage und dann ein möglicher kollaborativer Weg, wie wir aus dieser Situation herauskommen und anschließend noch eine Executive Summary. Infineon ist ein Halbleiterhersteller, wir gehören zu den Top 10 Halbleiterherstellern der Welt, rund 45.000 Mitarbeiter. Das Operating-Modell ist 9% Wachstum im Jahr, 13% Marge, 19% Marge und 13% Invest. Wenn wir uns die Herausforderungen der Halbleiterbranche ansehen, dann sehen wir ein paar Herausforderungen. Ich nehme jetzt hier mal als erstes den Kapitalhunger her. Wenn man Infineon vergleicht mit anderen DAX-Unternehmen, sind wir diejenigen, die am meisten Investitionen benötigen für neue Fabriken. Eine neue Fabrik wie die, die erst kürzlich in Villach jetzt live gegangen ist, kostet rund 1,6 Milliarden Euro. Einzelnes Equipment 10 Millionen Euro oder mehr. Die zweite Herausforderung, die sehen Sie hier auf der rechten Kurve und da möchte ich kurz was zu sagen. Die blaue Linie zeigt das globale Bruttosozialprodukt, während die grüne Linie den Halbleitermarkt zeigt von 2005 bis heute. Die beiden Linien gleichen sich in etwa, nur ist das globale Bruttosozialprodukt geht hier von minus 5 bis plus 5%, der Halbleitermarkt von minus 50 bis plus 50%. Wir haben also den sogenannten Bullwhip-Effekt. Also unser Bedarf schwankt deutlich stärker als das globale Bruttosozialprodukt. Das war 2001, 2002, 2008, 2009 schon schlimmer, als es heute ist. Aber auch heute ist es eines, wie wir später noch sehen werden, die Hauptursache für diese Chip-Shortage. Die weiteren Herausforderungen sind, wenn man sich diese Grafik hier ansieht, wie lange es gedauert hat, bis ein Schwarz- und Weiß-Fernsehen Volumen war. Bei Farbfernsehen ging es schon schneller. Dann so richtig losgegangen ist es mit den Global Standard for Mobile Communication, die ersten Mobilfunk-Handys. Immer wenn ein Halbleiter in einem Produkt ist, dann lebt das Produkt an sich nicht mehr so lange. Weil der Halbleiter ja immer wieder bessere Halbleiter hat und am Anfang freut man sich, okay, ich habe jetzt ein gutes Produkt, weil ein Halbleiter drin ist, aber der Konkurrent hat schon vielleicht den nächsten Halbleiter und ist schneller. Also ob ich jetzt Kameras mache, ob ich Mobilfunkgeräte mache oder Autos baue, immer wenn der Halbleiter drin ist, dann ist es anders wie vorher und man ist in einem anderen Competitive Umgebung. Also die Produkte, in denen die Endprodukte, in denen unsere Chips sind, haben meist eine sehr kurze Produktlebenszyklus, manche natürlich auch länger. Und das geht einher mit einer sehr langen Durchlaufzeit, wie vorhin vielleicht schon gezeigt. Eine Halbleiterfabrik arbeitet 365 Tage, 24 Stunden am Tag und trotzdem dauert die Herstellung eines Halbleiters 3 bis 6 Monate und man kann das auch nicht reduzieren, weil man eben eine Ebene nach der anderen macht. So wie eine Prinzregententorte, ich kann nicht so verschiedene Ebenen machen und die dann zusammenbauen, wie beim Auto, sondern ich muss eine nach der anderen machen und das dauert einfach so lange, also sehr nahe auch zu der Prozessindustrie, zu Bayer zum Beispiel. Nun, wenn wir uns die Lieferkette von Halbleitern ansehen, ist hier im Zentrum dieser sehr komplexe Produktionsprozess. Auf der linken Seite sind dann die Hersteller der Rohmaterialien, wie zum Beispiel von einem Rohwafer.
Nicht alles produzieren wir selbst, eigene Manufacturing Sites, teilweise wird es auch von Silicon Foundries produziert, die unser Design haben und das dann machen, im Frontend so 10-20% und teilweise im Backend, da nennen wir das Subkontraktoren, die machen je nach Business-Situation 20-50% für uns und auf der rechten Seite dann die Kunden und ganz rechts dann die Kunden der Kunden, da finden sich dann die OEM, beispielsweise die Automobilhersteller. Jetzt, wenn wir nochmal rekapitulieren, sehr großer Hunger nach Invest, dann dieser Bullwhip-Effekt, die kurze Lebensdauer der Produkte, die wir haben und selbst sehr lange Durchlaufzeiten, wie reagiert man darauf, wie kommt man in normalen Situationen sozusagen ohne Chip-Shortage damit um, kann man damit umgehen und unsere Antwort darauf ist, dass wir alle Fabriken, die wir auf der Welt haben, als eine globale virtuelle Fabrik ansehen. Warum sind wir dazu gekommen und warum glauben wir, dass das ein Wettbewerbsvorteil für uns ist? Dazu möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Wenn man sich ansieht, wie eine Halbleiterfabrik aufgebaut ist, dann ist es ein Netzwerk, wie ich vorhin schon gesagt habe, und es geht immer wieder zurück zu diesem Lithografieprozess. Und nach 1000 Prozessschritten ist dann so ein Halbleiter, so ein Wafer auch fertiggestellt. Und die Halbleiterindustrie war mit der Operating Curve oder Lean for Complex Flow Production in der Lage, beides zu erreichen. Einmal eine hohe Auslastung und schnell zu sein. Flussfaktor ist ein Maß der Schnelligkeit. Und hier ist beispielsweise die blaue Kurve deutlich besser als die rote Kurve. Denn bei der blauen Kurve bin ich bei derselben Auslastung wesentlich schneller oder bei derselben Geschwindigkeit habe ich eine deutlich höhere Auslastung. Dieses Lean for Complex Flow Production oder auch Operating Curve war auch eine der Ursachen, wieso es sehr lange dieses Moore's Law gab, also alle drei Jahre die doppelte Anzahl Transistoren für denselben Preis oder wenn man es anders überzeigt, anders ausspricht, 30% Preisverfall pro Jahr, was natürlich schon eine Herausforderung ist, die dann natürlich auch wieder die Produkte haben, wo Halbleiter drin sind. Jetzt, warum erzähle ich, wie eine Produktion ist, wenn wir doch über Supply Chain reden? Zu einer Zeit, als es Infineon nicht so gut ging, 2008, 2009, der Aktienkurs war unter 40 Cent, hatten wir einen Chip für ein Low-Cost-Mobile-Phone und dieser Chip, der hatte zuerst die Fabrik in Deutschland, dann gab es einen Prozess, den gab es nur einmal zur damaligen Zeit in der Welt, in Taiwan bei ASE. Dann sind wir zum Testen wieder nach Deutschland gegangen, Assembly in Singapur und out. Die zweite Supply Chain, die war dann schon etwas kostengünstiger und auch schneller, weil das Testen hatten wir in Singapur, näher an Taiwan und zum damaligen Zeitpunkt auch kostengünstiger. Dann kam eine Situation, unser Kunde wollte eigentlich von unserem Konkurrenten kaufen, der Konkurrent hatte aber technische Probleme und wir hatten aber keine Kapazität mehr, im Testen weder in Deutschland noch in Singapur, aber wir hatten noch Testkapazität in Altis in Frankreich, dann war das die dritte Supply Chain. Die Situation ging so weiter, Kunde wollte mehr, es kamen auch neue Kunden dazu, der Konkurrent, der eigentlich das Volumen machen hätte sollen, hatte nach wie vor technische Probleme, aber unser Bumping House in Taiwan hatte keine Kapazität mehr, dann ist aber ein zweites Bumping House auf die Idee gekommen, damit Geschäft zu machen, dann war das die vierte Supply Chain und so ging es weiter. Und nach weniger als 9 Monaten hatten wir 15 Supply Chains parallel und wir hatten das Geschäft gemacht und wir stellten fest, es kommen mehr Kunden, also mit Flexibilität können wir diesen Anforderungen gerecht werden. Entschuldigung. Zurück. Mit Flexibilität können wir diesen Anforderungen gerecht werden und wenn es uns gelingt, das, was wir auf einer Fabrikebene haben, dass wir das auf einer globalen Ebene bringen, dann haben wir eine gute Situation. Das ist also der Hintergrund, warum wir glauben, dass wir mit Flexibilität unserer Situation gut aufgestellt sind. Jetzt ist eine physikalische Flexibilität allein allerdings nicht ausreichend, weil wenn man 10.000 Stockkeeping Units hat und das eine kann man so und das andere so produzieren, dann kann man ja diese 10.000 nicht alle händisch jeden Tag umgestalten, sondern dahinter brauche ich auch ein System.
Wir haben wieder dem Score-Prozess gefolgt und wie wahrscheinlich bei allen Firmen in der Welt gibt es mehrere Planprozesse, bis es dann zur Exekution im Mai kommt. Und diese Flexibilität, die haben wir abgebildet in dem sogenannten Business Scenario Planning oder dem Production Program. Die nächste Folie sieht etwas überladen aus, aber wenn man sich merkt, das Gelbe ist Kapazität, das Orange ist der Bedarf und beim Supply Planning wird aus Kapazität und Demand der ATP gemacht, Available to Promise, und dann kommt das Order Management und die Produktion muss natürlich das auch erfüllen, was sie dort zusagt. Jetzt dieser Prozess im Detail. Wir haben jetzt hier einige 10.000 Demand-Elemente. Einmal das, was wir an Orders, EDI-Forecast haben und was wir an Auftragseingangserwartung prognostizieren. Außerdem Stock-Targets, also was wir auf Lager legen wollen. Dann haben wir einige tausend Bottleneck-Kapazitäten. Und diese Bottleneck-Kapazitäten muss man sich so vorstellen, dass sie dynamisch sind. Wenn ich heute ein technisches Problem zum Beispiel in unserem größten Werk in Malacca, Malaysia habe und deshalb mehr Messkapazität brauche, dann ist morgen dieses Messequipment ein Bottleneck und wird beim globalen Erstellung vom ATP berücksichtigt. Und aus diesen 1000 Bottlenecks und 10.000 Demand-Elementen entsteht dann ein ATP, ein Available to Promise. Das ist nicht nur das, was ich im Distribution Center habe, sondern was auch zu einem bestimmten Zeitpunkt aufs Distribution Center kommt. Und dagegen wiederum spiele ich dann die gut 1 Million Aufträge, die wir im System haben. Die meisten werden sozusagen so bestätigt wie gestern. Manche werden etwas schneller bestätigt, weil man dafür auch den ganzen Tag gearbeitet hat. Und als Collateral Damages, was wir aber so gering wie möglich halten wollen, werden natürlich auch einige später bestätigt. Wird da oft gefragt, muss das alles so kompliziert sein? Ich habe keine gute Antwort, wir haben keine andere Lösung gefunden und wenn Leute sehr genau hinschauen, dann geben sie uns oft Awards und ja, wir haben keine bessere Antwort dafür gefunden. Jetzt waren wir eigentlich recht zufrieden, dass wir diese Situation so aufgebaut haben. Wir konnten damit auch gut Geschäft machen, die Kunden waren eigentlich recht zufrieden. Dann ist allerdings Covid gekommen und zum Beginn von Corona hatten wir natürlich auch Gespräche mit Consulting-Firmen. Wir hatten darüber gesprochen, kommt ein U-Shape, ein V-Shape oder ein W-Shape. Aber keiner von denen hat wirklich gesagt, es wird so eine Okay-Zeichen-Shape. Also es geht ein bisschen runter und dann stärker nach oben. Und das hatte natürlich dann auch den entsprechenden Input. Aber wenn wir etwas haben, was wir nicht verstehen, dann versuchen wir das besser zu verstehen und wenn wir ein Risiko nehmen, dann nehmen wir da auch dieses Logo von oder das die Schriftzeichen von China oder von Japan. Auf der einen Seite Gefahr, die es abzuwenden gibt, auf der anderen Seite ist es auch eine Chance. Um jetzt zu verstehen, wo diese Chip-Shortage hergekommen ist, gehen wir heute davon aus, dass die Herausforderung deshalb gekommen ist, weil es eine Just-in-Time-Industrie auf eine Industrie mit sehr langer Durchlaufzeit kommt. Und das kann man dann auch über Simulation zeigen. Immer dann, wenn wir etwas nicht verstehen, machen wir Simulation. Simulation auf Equipment-Ebene gibt es eigentlich schon seit 30 oder 40 Jahren in der Halbleiterindustrie. Dann ebenso auf der Produktionsseitenebene. Dann auch Simulation in der Supply Chain-Ebene, also sowohl was den Make-Prozess betrifft, als auch den Planprozess. Aber was wir jetzt brauchen, ist eine End-to-End-Simulation, wo wir den ganzen Ablauf zeigen. Diese End-to-End-Simulation ist dann auch durchgeführt worden. Man hat den OEM, einen Tier 1, einen Tier 2 und dann Halbleiter. Zumindest haben wir so simuliert und hier schon angedeutet. Wir haben vermutet, dass es dieser Bullwhip-Effekt ist, der uns dann zu den Problemen führt. Was ich Ihnen jetzt hier zeige, ist, wie wir die Simulation aufgesetzt haben. Wir hatten einmal die grüne Linie, das ist die Light Vehicle Sale Linie, wie wir sie zum Teil wussten, wie wir sie zum Teil dann prognostiziert haben. Und dann haben wir das eigene Bedarfssignal, das ist die rote Linie bei Halbleitern und das schwarze ist so, wie es dann, also wie die wirklich in den Büchern waren, also es war sogar noch etwas schlimmer als hier simuliert. Also das Bedarfssignal, hier sieht man den Bullwhip-Effekt, wurde verstärkt
Und gut, was jetzt in den Büchern ist, das ist natürlich teilweise Double Booking, das kann man nicht genau nachvollziehen, was hier wirklich Bedarf ist. Und wie hat dann der Inventory ausgesehen in dieser Simulation? Zunächst ist das Inventory zumindest bei den Integrated Design Manufacturern, also wir sind ein Integrated Design Manufacturer, der sowohl das Design macht, als auch selber produziert. Wir wussten natürlich aus der Vergangenheit, dass es sinnvoll ist, dort auch Bestände zu haben. Irgendwo war natürlich auch das Risiko, musste minimiert werden. Bei den sogenannten Silicon Foundries ist natürlich die Opportunität, ich reserviere diese Kapazität nicht zum Beispiel für die Automobilindustrie, sondern nutze die, die es sofort benötigen, wie beispielsweise in der Kommunikationsindustrie. Dort ist es natürlich sehr viel schneller gegangen, dass Kapazität verloren ging. Und dann, als der Demand wieder anzog, waren bei den Produkten, die man sozusagen benötigte, keine Chips mehr da. Und in dieser Situation sind wir heute. Und jetzt sozusagen product-specific aufholen, um zu versuchen, Line-Downs zu verhindern. Was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, dieser sogenannte Bullwhip-Effekt, ist auch nichts Neues. Ich habe hier eine Folie hier von 2010 oder 2012. Hier haben wir den Bullwhip-Effekt, sozusagen wie er in 2001 war, und hier haben wir ihn, wie er in 2008/2009 war, dasselbe Bild wie vorhin. Und wenn man sich das alles in Summe ansieht, mal eins zurückgehen, wenn man sich das alles in Summe ansieht, war der Bullwhip-Effekt dort einfach größer. Jetzt, wie kann man diese Probleme lösen? Bevor ich jetzt sage, welche Möglichkeiten es gibt, muss ich zuerst ein paar ausschließen, weil die würden ja als erstes kommen. Die erste, die kommen würde, wäre einfach mehr auf Lager produzieren. Wenn man allerdings so kurze Lebenszyklen der Produkte hat und wenn man weiß, dass immer der Konkurrent dann auf das nächste geht, ist dieses auf Lager produzieren, das könnten sich auch die Tier 1 oder die OEM auch kaufen, fällt eigentlich fast aus, weil sonst der Obsoleszenzrisk zu hoch wird, weil es ja möglicherweise bessere Produkte gibt. Dann das Zweite, und das ist natürlich klar, was immer kommt, ihr müsst einfach schneller produzieren. Bei diesem schneller produzieren muss man sich aber vielleicht ein bisschen vergegenwärtigen, wie so ein Halbleiter aussieht. Ich habe jetzt mal hier einen Floorplan von einem Mikrocontroller genommen und wir nehmen uns jetzt hier mal so einen Würfel hier raus. Diesen Würfel präparieren wir raus, also wir schießen das rundherum weg. Das hier ist im Vergleich ein Größenmaßstab, ein menschliches Haar. Und dann schauen wir in die aktive Zone. Und diese aktive Zone, das sind diese Ebenen, da hier unten ist der Transistor. Und das kann man eben nur Schicht für Schicht aufbauen. Und weil man es nur Schicht für Schicht aufbauen kann, kann ich es nicht parallelisieren. Und wenn man das nicht akzeptiert, dann akzeptiert man natürlich auch nicht die anderen Möglichkeiten, wie man das Problem lösen kann. Also auf Lager produzieren geht nicht wegen der hohen Obsoleszenzrisk und schneller produzieren geht auch nicht, weil gerade die Halbleiterhersteller würden es natürlich gerne tun. Gerade wenn man Preisverfall hat, dann würde man natürlich mehr Geschäft machen. Also unsere Herausforderung geht also von Nanoseconds bei der Geschwindigkeit und Nanometern to years, wenn man den langfristigen Plan ansieht, und zu Tausenden von Kilometern, wenn wir global sind. Jetzt mögen Sie vielleicht sagen, okay, das ist die Halbleiterindustrie, die wird damit schon zurechtkommen, aber vielleicht ist es gar nicht so, dass nur wir dieses Thema haben. Vielleicht ist die Probleme, die wir haben, möglicherweise auch ein Problem in Ihrem Geschäft in der Zukunft. Wenn man sich ansieht, wie dies, also 1986, dort war, also zwischen 1986 und jetzt hat sich die Netzwerkstruktur bei der Wafer Manufacturing eigentlich nicht verändert. Diese Global Supply Chain, zumindest ist bei uns 2011 dazugekommen. Und wenn man sich dann ansieht, wie die Zukunftsbilder aussehen, wie eine Autofabrik ist, also auch sehr netzwerkartig, dann kann es schon sein, dass diese Herausforderungen und Lösungen, die wir heute haben, möglicherweise auch für andere Industrien nützlich sind. So, jetzt habe ich darüber gesprochen, wie wir die normalen Herausforderungen mit unserer Flexibilität angegangen sind und wie wir jetzt sozusagen die neue Herausforderung haben mit Covid und jetzt die Frage, wie kann man sich dieser Situation stellen und welche Antworten gibt es dazu? Dazu nochmal zu rekapitulieren, dieser Bullwhip-Effekt war 2008, 2009 auch schon da. Dort war er wesentlich größer, also deutlich größer 5.
Heute ist er nur in Anführungszeichen 2 bis 3, aber weil es natürlich wesentlich mehr Halbleiter gibt und die wesentlich größere Rolle spielen, deshalb spürt man es halt auch stärker. Es ist nicht nur kalt, sondern es geht halt auch ein richtiger Wind und da spürt man die Kälte einfach stärker. Und die Herausforderung ist, dass sagen wir, eine ganze Reihe von den Industrien, hervorgehoben die Automobilindustrie, nach diesem Just-in-Time arbeitet und auch der Erfinder der Toyota hat schon beim Nachpal hingeschrieben, hohe Abhängigkeit vom Lieferanten. Ja, das ist so und jetzt muss man halt Lösungen finden, wie man dort umgeht und das trifft sich dann eben mit dieser Operating Curve Philosophie, die man benötigt, um eine Industrie mit langen Durchlaufzeiten gut zu managen. Jetzt eine der Möglichkeiten, wie man so etwas löst, 2008, 2009 gab es schon mal, der ZVI-Arbeitskreis Supply Chain Management hat sich damals zusammengesetzt, hatte auch eine Idee, sozusagen eine verursachergerechtes VMI-Messung. Und über was spreche ich da? Vendor Managed Inventory, denke ich, kennt jeder. Der Kunde gibt einen Forecast zum Supplier, aber er gibt auch ein Min und Max vor, beziehungsweise das Min und Max wird berechnet. Und solange das im Gleichgewicht ist, ist alles gut. Wobei man meistens nur über das Min und Max spricht, über den Forecast nicht. Auf das werde ich aber dann gleich kommen. Ich wollte vielleicht eines noch dazu sagen. Man kann sich allerdings vorstellen, dass dieses System, wenn es nach Reach gesteuert ist, ein Problem hat. Der Reach, die Reichweite, ist der Stock geteilt durch Demand. Und ich habe einen Stock, der ändert sich nicht. Der Demand geht um einen Faktor 2 runter, dann geht der Reach um den Faktor 2 nach oben. Und wenn das System dann replenisht und der Reach ist zweimal länger, dann bestellt das System nichts mehr. Und wenn es nichts mehr bestellt und ich habe eine lange Durchlaufzeit, dann kann ich natürlich später nicht mehr kommen. Und es ist eigentlich relativ trivial, aber das ist eines der Hauptursachen darunter. Also das System immanente Erzeugung von Bullwhip-Effekt. Jetzt, wenn man sich dieses Vendor Managed Inventory ansieht, das ja sehr, sehr erfolgreich war, ist, funktioniert das alles wunderbar, solange man sich da zwischen Min und Max befindet. Aber weh, man hat einen Stock out, dann sind eigentlich beide sauer oder meistens sind beide sauer. Der Supplier sagt, ja okay, ich habe jetzt nichts mehr, du hast mir aber auch alles leergeräumt. Du hast mir nicht gesagt, wie viel du leerräumst. Und der Kunde sagt, ja, ich habe dir ja Min Max gegeben, also bitteschön, lieber stell das zwischen Min und Max ein, das ist doch dein Job. Und dieses Thema kann man durchaus angehen, wenn man eine Messung einführt, die auch die Forecast-Genauigkeit berücksichtigt. Ich habe jetzt den ganzen Ablauf da, also man misst die Daily Performance, aggregiert sie auf Weekly, dann vergleicht man sie zum Target, wenn es noch gut ist, dann ist natürlich alles gut. Ist es nicht gut, dann schaut man zuerst die Forecast-Genauigkeit an. Ist die Forecast-Genauigkeit so, wie man sie wollte? Gut, dann ist es eine Verantwortung des Suppliers. Punkt. Aus. Ist die Forecast-Genauigkeit aber nicht so, wie man sie hat, dann ist sie die Verantwortung vom Kunden. Muss ich aber noch eines dazu sagen. Dann ist es die Verantwortung, dann kann auch der Kunde etwas tun. Also Verantwortung vom Kunden ist halt immer schwierig gesagt, aber der Kunde kann etwas dagegen tun. Es bedarf dann auch noch eines Feintunings, weil wenn es keinen Bias gibt und der schwankt nur so, dann gibt es keinen Bias, dann ist es auch wieder die Verantwortung vom Supplier. Würde man so etwas einstellen, dann hätte man hier klare Definitionen und clear responsibilities. Und dann würde es vielleicht gar nicht zu solchen Situationen bei Extremen kommen. Wenn man das aber nimmt, dann wird man ja heute keinen Forecast mehr selber machen, sondern den Forecast, und da schließe ich es 1:1 an meine Vorrednerinnen, die Kolleginnen von Bayer, den Forecast macht man heute natürlich statistisch oder mit Machine Learning. Und ich habe jetzt hier so eine Grafik, alles was links von der Diagonale ist, dort ist der statistische Forecast oder der AI-Forecast besser. Was rechts von der Diagonalen ist, dort ist aber noch der menschliche Forecast besser. Das sind einzelne PPOS, also höher aggregierte Stockkeeping Units. Und die Herausforderung ist aber, wenn das alles über der Linie liegen würde, dann wäre es einfach. Dann könnte man sagen, wir nehmen alle den statistischen oder Machine Learning Forecast, aber es ist nicht so. Es gibt eben doch einige, wo der menschliche Forecast einfach besser ist. Und die Herausforderung ist dann
zu lernen, wann vertraue ich der Maschine und wann nicht. Wir haben das so ernst genommen, dass wir auch ein Spiel entwickelt haben, das High Game, Human Artificial Intelligence. Dort hat man einen statistischen Forecast, aber es wird einem auch gesagt, es gibt manche Effekte, also man zählt, wie viel, dass man Fische fangen kann, deshalb High. Wenn es eine Ölpest gibt, dann stimmt das nicht, was die AI-Maschine gesagt hat. Wenn der Satellit die Information gibt, dass ein Fischschwarm ist, dann gibt es halt mehr. Und man spielt das und dann anschließend wird einem die Forecast-Genauigkeit gezeigt und dann vergleicht man das gegen Tina. Tina ist sozusagen die das optimal macht. Sie nimmt den statistischen Forecast, wenn der statistische Forecast in seinem Umgebung des Wohlfühlens ist und man nimmt seinen eigenen Forecast, wenn man eben zusätzliche Informationen hat. Und zum Schluss, man spielt es und findet es ganz nett, dass man das 20 Minuten gespielt hat. Zum Schluss kriegt man dann die Auskunft, okay, du bist 3% schlechter als Tina. Im Mittel macht man 10 Millionen Forecast bei Infineon und 1% Forecast Accuracy ist 0,1% Cost of Sales. Und damit wären das ungefähr 250.000 Euro, die du Infineon sparen könntest, wenn du so vorgegangen wärst, dass du sozusagen den statistischen Forecast genommen hättest, wenn du keine anderen Gründe hattest, etwas anderes zu nehmen und wenn du selber übernommen hast, dann auch gut gerechnet hättest. Jetzt, das ist die eine Herausforderung, dass dieser statistische Forecast auch genommen wird, beziehungsweise dann genommen wird, wenn er besser ist. Und natürlich haben wir noch eine zweite Herausforderung. Jetzt in der ganzen Kette, End-to-End, reicht unsere Information nicht. Auch die Kolleginnen haben ja schon gesagt, Wetter-Forecast, aber auch was die Kunden und die Kunden des Kunden so alles vorhaben, muss auch irgendwo mit reinkommen. Und wir glauben, dass dort das semantische Netz, also die Struktur, die man hat auf einer höheren Ebene, dass die gut ist dafür, dass wir dort auch die Daten bekommen, auch anonymisiert die Daten bekommen. Also man wird natürlich in einer kapitalistischen Welt nicht sagen, was ich gerade für Produktstrategie habe, aber vielleicht gibt man es weiter, wenn es heißt, dass es nur für mich bleibt, dass meine Information nur Teil einer größeren Information ist. Und hier machen wir relativ viel auf diesem Gebiet, dass das dann auch mal klappen würde. Insgesamt sind wir wohl jetzt an einer Stufe, wo wir sagen, es reicht nicht, dass wir nur Company-to-Company-Competition haben, sondern Supply Chain gegen Supply Chain ist die Competition. Und diese Awareness, die ich jetzt hier auch gerade nutze, dafür zu werben, dafür haben wir den Arbeitskreis Just in Time, unser CEO und der Division Head hat auf IAA darüber gesprochen, wir haben den ZVI-Arbeitskreis, Consulting Companies hören hierzu, Konferenzen wie heute, globale Opportunitäten wie die US Secretary of Commerce hat zugehört, auch Taiwan, da gibt es ein Event, Dachstuhl-Event nennen wir den, oder auch Konferenzen in den USA und auch europäische Funded Project und beispielsweise auch diesen ZVI-Arbeitskreis. Diese Global Chip Shortage, wenn ich sie zusammenfassen darf, würde ich gerne so machen. Es werden große Aufwände gemacht, um die jetzige Situation unter Kontrolle zu bekommen. Beispielsweise die 1,6 Milliarden Invest in Villach, um eine neue Fabrik hinzustellen. Aber auch, gerade letzte Woche hatte ich die Chance zu sehen, Malaka hatte eine dritte Welle, Covid, und damit sind auch sehr viele Leute krank geworden. Aber wir durften dann sozusagen als Unternehmen dort auch beim Impfen helfen. Und dann waren das schon sehr beeindruckende Zahlen vom 19. Juli dieses Jahres bis zum 18. August sind von den 10.000 Mitarbeitern 98% zweimal geimpft worden. Also da sieht man schon, was man alles tut sozusagen, damit man möglichst wenig Unterbrechungen hat. Dann supplementäre Aktivitäten, also auf europäischer Ebene, wie diese Funded Projects. Und dann natürlich, es hilft nicht, wenn ich der Meinung bin und vielleicht noch einer dazu, es müssen schon ein größerer Teil sein, dass wir auch in diese Richtung kommen, dass wir mehr zusammenarbeiten als an Awareness, wie zum Beispiel jetzt hier auch auf der Smart SCM. Und deshalb vielen Dank auch für die Einladung. Lassen Sie mich zu einer Zusammenfassung kommen. Unser Weg zu dem, was wir sagen, Supply Chain, a Competitive Advantage, hat begonnen damit, dass wir mit dem Score-Modell eine Struktur hatten.
dann das Lean for Complex Flow Manufacturing auf der Fabrikebene. Dann ist es uns gelungen, diese Flexibilität im Make-Prozess, also ein paar Mal auch global zu zeigen. Dann natürlich hier auf den Hochvolumenprodukten, weil dort kann ich dann zwischen A und B unterscheiden. Dann haben wir eigentlich zwei Anläufe gebraucht, um das auch in den Planprozess zu bringen. Am Anfang mehr den IT-Ansatz, aber die Kapazitäten wurden nicht gefüllt. Dann ein Feintuning von allem, aber den IT-Ansatz gelassen. Dann, wenn man so etwas mal implementiert hat, möchte man eigentlich nicht gerne A oder B rumschrauben, sondern man möchte wissen, wenn man was ändert, hat es auch Auswirkungen. Dazu benötigt es dann der Simulation. Wenn es dann funktioniert ein, oder zumindest hat bei uns dann auch der Merger funktioniert mit International Rectifier. Ich war da auch der Risk Manager und nach 18 Monaten Vorbereitung war ein längeres Wochenende und am Montag waren dann nicht die damals die 500.000 Orders von uns bestätigt, sondern einschließlich der 250.000 von International Rectifier. Dann glauben wir, dass uns der Digitalization Boost, dass wir dafür eben diese Semantik-Technologien brauchen, AI und Deep Learning, aber weil diese Artificial Intelligence Maschinen oder auch die statistischen oft nicht erklären können, was sie für Ergebnisse haben, braucht es dort auch unterstützende Teile wie Explainable AI oder so etwas wie das High-Game als Change Management. Und für die Zukunft denken wir, dass wir natürlich die Benefits davon haben, dann diese wahre End-to-End-Zusammenarbeit mit Associations, was jetzt sehr als Challenge, was ich heute auch besprochen habe, dann haben wir für einige Milliarden Euro Cypress gekauft. Dieser Merger ist jetzt gerade unterwegs und über was ich gar nicht gesprochen habe, aber wo wir uns vorstellen könnten, dass dieser Supply-Demand-Match, den wir heute in zwei Schritten machen, zuerst den ATP erzeugen und dann die Order dazu machen, dass wir das vielleicht mit Quantum Annealing oder Universal Quantum Computing vielleicht in Zukunft als einen Schritt machen könnten. In diesem Sinn möchte ich fast schließen. Einen Satz möchte ich zum Schluss noch sagen. Wenn man sich ansieht, wie viel Gramm CO2 man für einen Halbleiter braucht und wenn man dann ansieht, wie viel CO2 so ein Halbleiter, wenn man nur seinen Anteil nimmt, in seiner Funktion einspart, indem er beispielsweise eine bessere Energieübertragung für Solarpanels oder bei Windkraft macht, dann sehen wir einen Faktor von 1 zu 35, also mehr Halbleiter würde mehr CO2-Savings haben und damit auch ein besseres Klima. Und mit diesem Satz möchte ich jetzt auch schließen und würde mich über die eine oder andere Frage freuen. Herr Ehm, ganz herzlichen Dank. Gibt es die eine oder die andere Frage an Herrn Ehm? Ja, doch, prima. Abulipöfe heißt ja letztendlich, dass mehr produziert werden muss, weil es Leute mehr auf Lager legen, eigentlich mehr, als sie brauchen. Und irgendwann werden sie wieder Lager abbauen, dann werden sie wieder weniger kaufen, weil sie vom Lager was rausnehmen. Was tun sie dann in der Situation mit ihrer 1,6 Milliarden Fabrik? Sie finden also, wir sollten die jetzt nicht investieren und hochfahren. Das wäre ja sozusagen der logische Schluss, dass wir aus Angst, dass wir in eine Situation kommen, dass wir unsere Dinge nicht mehr verkaufen, dass wir jetzt sozusagen auf dem Status stehen bleiben sollten und lieber maximales Geld jetzt aus dem machen sollten und nicht in neue Fabrik investieren sollten. Das wäre der logische Schluss, den Sie machen würden. Also natürlich ist immer ein Risiko dabei. Das war schon vom ersten Steinzeitmenschen, als er den Stein verwendet hat, um etwas zu schnitzen. Es ist immer ein Risiko dabei. Und ich glaube, wenn wir in Europa nicht mehr den Mut haben, Risiken einzugehen, dann haben wir auch keinen Grund, dass wir diese Welt mit Demokratie führen. Also ich möchte Ihnen gar keine andere Antwort geben. Wir brauchen den Mut. Natürlich kann man mit einer Halbleiterlinie auch andere Produkte machen. Es wird andere geben, die das nutzen. Man könnte beispielsweise auch Batterien machen aus Halbleitern. Es wird Ideen geben.
Aber ich glaube, man darf auf keinen Fall jetzt, weil man schon Angst hat vor dem Übernächsten, das Nächste nicht tun. Jetzt haben wir nicht genügend Halbleiter. Jetzt steht Teil von Deutschland, weil wir nicht genügend Halbleiter haben. Also müssen wir die auch produzieren und müssen wir da auch reingehen. Bitte? Ja. Ich Moment, schon, können, dürfe ich Sie bitten, die Frage nochmal zu wiederholen für die Teilnehmer am... Also es geht ja darum, ja, wir haben ja momentan einen Bottleneck mit Halbleiterplatten, ja. Und Sie haben wirklich einen interessanten Vortrag gehalten, ja. Aber mir geht es eher darum, als Hersteller auch von Halbleiterplatten oder PCB, uns erstmal ein kurzes Feedback zu geben, ja, wann bekommen wir diesen Bottleneck im Griff? Ich meine, Sie kennen die Zahlen von den OEM, Sie kennen die Zahlen von Ihren auch Tier-1-Kunden, ja. Aber Sie haben überhaupt nicht darüber berichtet, ja, wann bekommen Sie das Thema im Griff? Ich meine, Sie wollen investieren, das ist alles gut. Weil es unser gemeinsames Problem ist. Ja, aber ein gemeinsames Problem, aber Sie sind der Hersteller. Und die Probleme liegen bei dem Hersteller wegen Kapazitätsengpass. Ich glaube, dieses Denken, das ist ein Hersteller, darum habe ich ja mein Beispiel mit dem VMI genommen. Das ist der Hersteller, ich gebe dir ein Maximum und jetzt sorge dafür, dass du zwischen Min und Max bleibst. Diese Zeit ist mit Halbleitern einfach vorbei. Wir reden jetzt nicht über VMI, wir reden konkret, meine Frage war, wann bekommen Sie diesen Gap im Griff? Darauf werde ich nicht antworten, weil es nicht mein Problem ist. Es ist unser Problem. Das werden wir gemeinsam lösen. Aber die Zahlen liegen Ihnen vor. Sie haben einen Rückstand, ich meine, wir haben keinen Rückstand. Aber jetzt sind wir an einem richtigen Punkt. Wir haben keinen Rückstand. Ja. Den Rückstand hat das System. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel OEM ansehen, ich weiß nicht, von welcher Firma sind Sie denn? Ja, unabhängig von, ich komme von der Firma ODW Elektrik, ja? Von? ODW Elektrik. Wir sind Kabelkonfektionär. Und wenn Sie sich die Kette ansehen, beispielsweise OEM Tier 1, ja. Und der OEM verpflichtet seinen Tier 1, dass er alles liefert, was der OEM möchte, aber der Tier 1 nicht dieselben Zusagen hat von einem Halbleiterhersteller, weil der Halbleiterhersteller nur das zusagen kann, was er aufgrund seiner Durchlaufzeit hat. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Aber Sie haben die Kapazitäten ausgebaut jetzt, richtig? Oder sind Sie dabei? Wir haben Kapazität ausgeweitet. Gut, und jetzt ist die Frage, wann kriegen Sie das Problem im Griff? Alles gut. Okay. Nein, aber es ist gut, dass wir darüber diskutieren. Nehmen Sie an, ein Automobilhersteller braucht einen bestimmten Chip, den ihm nur TSMC liefert. Wenn dieser Chip nicht da ist, hilft es nichts, wenn wir unsere Chips liefern. Die ganze Kette muss besser verstanden werden. Das ist vollkommen richtig. Und damit wir diese Kette besser verstehen, müssen wir auch hier alle zusammenarbeiten. Wir sitzen alle in einem Boot und man redet heute den ganzen Tag über Vorkastzahlen. Die Vorkastzahlen liegen jeden einzelnen Supply-Chain-Kette vor. Nein. Dass man mit Schwankungen leben muss, ist es was anderes. Das ist ich will es jetzt nicht vertiefen. Wie gesagt, aber es ist wichtig, dass wir es vertiefen. Weil nämlich der Forecast, den Sie sagen, den Sie runterbrechen von einem Automobilhersteller bis zu einem Halbleiter, bedarf der Information, was kaufe ich von A, B und C als Tier 1? Und was wiederum kauft der Tier 1, A, B und C und welche Alternativen hat er? Und niemand in der Welt hat diesen Überblick. Also, dass die Schuld nicht bei dem PCB-Hersteller liegt, das wissen wir alle, denke ich mal, miteinander. Wir sind alle erwachsene Menschen. Dass die OEM selber den Schaden verursacht haben, das weiß der eine oder andere auch. Aber nichtsdestotrotz, ja, leben wir alle seit jetzt geraumer Zeit von der Hand zum Mund. Und es ist die Frage, wann wird dieser Fachbereich jetzt oder alle PCB-Hersteller in der Lage sein, den Markt zu bedienen. Ich meine, nicht nur Infineon hat jetzt die Kapazität ausgebaut, sondern auch ihre Marktbegleiter haben den Schritt gewagt jetzt und die Kapazität ausgebaut. Aber wir reden immer von einem Bottleneck, von dem gleichen Bottleneck. Wir wissen, wie komplex es ist, ein PCB herzustellen. Das wissen wir alle miteinander. Sondern die Frage, wenn Sie jetzt 1,7 Milliarden in die Hand nehmen und investieren, auch wie mein Kollege, der gerade auch sich zu dem Thema geäußert hat, auch, hätten wir schon gerne gewusst von Ihnen als Hersteller, bis wann bekommen Sie das Thema im Griff? Aber das heißt, dass Sie nicht bereit sind, über das Thema zu diskutieren. Sie wollen eine Lösung von einem Thema, wo es nur eine Lösung gibt, wenn wir zusammenarbeiten. Ihnen anbieten die Zusammenarbeit. Okay. Ich kann Ihnen aber nicht die Lösung eines komplexen Problems anbieten. Es gibt eine weitere Wortmeldung, die ich noch gerne mit aufnehme, Frau Hirschmann. Ja, ich hätte auch noch mal eine Frage, weil ich habe ja heute Morgen auch gesagt, wir sind stark beeinflusst
von der Knappheit der Semiconductors. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, das hatte ich ja in meiner Präsentation auch gezeigt, dass wir zu neuen Geschäftsmodellen kommen müssen, dass wir mehr ins Commitment gehen, mehr ins Forecasting. Aber ich, vielleicht ist das nur mein persönliches Problem, habe einen Denkfehler oder irgendwo in meiner Denkweise erschließt sich mir der Status jetzt nicht. Sie sagen, es dauert 2,5 bis 3 Jahre, eine Wafer-Fab aufzubauen. 1,7 Milliarden Invest. Jetzt haben Sie gezeigt, in Q1, Q2 2020 ist der Demand runtergegangen, ist aber in Q4 wieder angezogen. Das heißt, das war ja nichts Nachhaltiges. Die Effekte, die das treibt, ist Infrastruktur, E-Mobility etc. Das ist ja nichts, was aus heiterem Himmel kommt. Das heißt, man muss ja eine längerfristige Planung haben. Das heißt, dieser kurzfristige Dip erklärt mir nicht die Halbleiter-Shortage. Erklären Sie es mir bitte mal. Das ist jetzt nicht nur auf Infineon, ist auch auf den Texas Instruments, ja, erläutert, dass Anfang 2020, als Covid gekommen ist, glaube ich, hat keiner der Consulting-Companies, auf die man natürlich auch hört, hat von dieser Tick-Mark-Recovery gesagt. Jetzt im Nachhinein ist natürlich klar, ich habe Covid, jeder ist zu Hause, jeder möchte mehr, hat investiert in sozusagen Kommunikation, und Kommunikation benötigt natürlich auch Chips. Aber der Anstieg ist, wenn man vor Covid mit jetzt vergleicht, keine 40%, da sprechen wir zwischen 8% und 10%. Und ja, einen gewissen Steigerungsprozentsatz muss man doch so und so einrechnen im Business von 3% bis 4%. Dann sprechen wir vielleicht von 5% und nicht von 50%. Und warum das in der Halbleiterindustrie nicht gesehen wurde und entsprechend investiert wurde, ich weiß nicht, ob einem von Ihnen das klar ist. Ich meine, das bedingt ja unser Business. Im Moment, diejenigen, die Halbleiter brauchen, der Umsatz wird durch die Verfügbarkeit der Chips bedingt. Also sitzen wir da ja alle im Boot, und ich habe es wirklich immer noch nicht verstanden. Also, weil wir sprechen ja jetzt da von langfristigen Entwicklungen und nicht von kurzfristigen, von 1-2 Quartalen. Und auch nicht von 50% Steigerungen, sondern von 10%, 15%. Ich kann es nur so sagen, wie ich es vorhin gesagt habe, sage ich es wieder. 2020 ist keiner von einer Tick-Mark-Recovery ausgegangen. Insbesondere die eigentlich bestellen hätten sollen, haben nicht bestellt. Damit war der Bullwhip-Effekt da. Andere, die bestellt haben, dort ist die Kapazität jetzt nicht bei uns, weil wir als Integrated Design Manufacturer das natürlich wussten, aber gerade bei den Silicon Foundries ist die Kapazität natürlich dorthin gegangen, die kurzfristig bestellt haben und die natürlich auch mehr bezahlt haben. Aber da muss man doch schon an der oberen Grenze der Wachstumskapazität gewesen sein, um dann das nächste Invest zu machen. Oder sehe ich das komplett falsch? Also bei 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag, ist man natürlich an der Kapazitätsgrenze. Also es ist ja nicht so, dass ich noch mehr arbeiten könnte. Ich habe schon immer seit 1950 365 Tage, 24 Stunden gearbeitet in der Halbleiterindustrie. Sozusagen, es gibt nicht die Möglichkeit, eine Sonntagsschicht zu machen. Die gibt es nicht. Aber hätte man da nicht vorher schon investieren müssen? Ich meine, Sie haben das gemacht, Sie haben es vorgegeben mit Belag. Aber hätten andere Semiconductor-Firmen nicht auch entsprechend investieren müssen? Ja, Sie haben ja von dem Kollegen gehört, was machen wir dann mit dem... Was machen wir noch mit der Kapazität? Also meinen Sie, drehen wir uns wieder im Kreis? Aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken auch für die Fragen, weil es einmal nur... Ja, ich glaube, es ist ein grundsätzliches Problem. Ja. Achso. Ja, das wäre prima. Es ist ein, denke ich mal, ein grundsätzliches Problem, und wir sitzen ja hier als Supply Chain Experten eigentlich zusammen, aber eine Ursache ist doch, dass man nicht miteinander entsprechend gesprochen hat. Ich denke mal, das Argument, was Sie gerade angesprochen haben, ist, allen ist mehr oder weniger klar, dass es mehr Chips benötigt für weitere Produkte, Anwendungen und so weiter und so fort. Das heißt, als Hersteller von diesen Bauteilen hat man eigentlich einen Fahrplan oder eine Überlegung, dass man investieren muss. Auf der anderen Seite, ich
bin nicht in der Branche, werden Sie morgen hören, aber uns geht es ähnlich. Jeder arbeitet doch irgendwie am Ende der Kapazitäten, weil er keine Lehrkosten haben will, weil das kriegt er nicht bezahlt. Und wenn wir jetzt solche Schwierigkeiten in den ganzen globalen Lieferketten haben, da ist nichts. Und dann fällt man in ein Loch. Also wir in der Nahrungsmittelindustrie haben Müslis und Haferflocken ohne Ende produziert, als wir im März, April ausgeräubert worden sind. Ich glaube, unsere Supply Chain war schon relativ schnell, aber was mussten wir da alles für tun, damit das dann eben nicht wie beim Klopapier endet, sondern dass man dann noch was im Regal findet. Aber das war eben nicht vorhersehbar, aber wir haben noch ein gewisses Lager und wo wir uns auch fragen, das kostet Geld, aber das ist bei uns im Geschäftsmodell, sag ich mal, mit drin. Und ich kann mir vorstellen, bei den Invest, wenn man hört, eine Fabrik, was das kostet, um dann Reserven zu haben, wo sich jeder fragt, was, so einen Betrag soll ich ausgeben, um im Fall der Fälle vorbereitet zu sein. Ich glaube aber, dass von den Automobilherstellern oder PlayStation 5, die dann, weil alles, die Kids auch nicht zur Schule gehen und jeder will das haben und auf einmal fehlen dann die Chips dafür, dass man diese vielleicht auf längere Sicht auch erwarteten Nachfrageboom nicht so schnell befriedigen konnte und keine Invest vorher gemacht hat. Und das, glaube ich, ist jetzt so ein bisschen die Situation, die man ausgraben kann. Ein Schritt wäre schon, wenn Sie nicht mehr nach Krieg steuern. Herr Ehm, einen Moment. Also ich würde mich, also Sie kriegen noch das Wort, nur kurz. Ich finde das total spannendes Thema. Ich glaube, das wird Sie auch heute noch später beschäftigen. Ich muss leider also ein bisschen auf die Uhr gucken. Aber Sie kriegen noch mal, Sie haben jetzt gerade auch zurückgespult. Ja, ich habe nur, wollte nur ganz kurz sagen, das ist ja eine ganz einfache Lösung. Nicht nach REACH steuern. Also mit REACH, und ich glaube, die meisten steuern nach REACH. Es ist einfach, die Finanzer geben das einfach vor. Aber wenn wir Supply Chain Manager sind und das nicht haben wollen, dann steuern wir eben nicht nach REACH. Weil der REACH ist ein Bullwhip-Beschleuniger. Der Dreisatz ist ja nicht so schwer. Stocks sind gleich, Demand geht um die Hälfte rüber, REACH geht ums Doppelte nach hoch, also bestelle ich 3 Wochen nichts mehr. Da gibt es auch dieses Biergame, das Bullwhip-Game, da sieht man das auch, wenn man da dabei ist, dass man das auch selber erzeugt. Und wenn ich als Einziger in der Kette jetzt mich retten möchte, dann bringe ich mich selber um, weil ich den Nächsten dann nicht bedienen kann. Also, aber ich glaube, da können wir schon viel tun und da können wir auch in Europa viel tun, weil ich glaube, wir verstehen das manchmal ein bisschen schneller als manche andere. Ich bin jetzt total ungern die Spaßbremse, aber ich möchte Sie bitten. Also ich glaube, Sie sind noch da heute. Ich denke, Sie werden einen ganz belebten Tisch heute Abend haben. Also ich lade Sie wirklich herzlich ein, beim Abendessen vielleicht die Nähe zu Herrn Ehm zu suchen, in Austausch zu gehen, darüber zu reden, wie wir da gemeinsam an einem Strang ziehen und die Shortage in den Griff bekommen.